Man fragte einen Jungen in Syrien, was er gerne essen würde. Jetzt hört euch seine Antwort an. Nur Brot. Und als man ihn fragte, wie lange er schon nichts mehr gegessen hat, war seine Antwort eine lange Zeit und dass er sehr hungrig sei. Das Einzige, was sie haben und essen, ist Gras. Subhanallah, das ist der Zustand dieser Welt. Allein im Jemen herrscht zurzeit die größte Choleraepidemie der Menschheitsgeschichte. Ohne Zugang zu Nahrung oder medizinischer Versorgung. Ein Armutszeugnis für die internationale Gemeinschaft. In Somalia laufen Väter von ihren Kindern weg, weil sie es nicht ertragen können, sie sterben zu sehen. Eltern lassen auf der Suche nach Essen von ihren Kindern sogar zwei zurück, sodass die anderen Kinder überleben können. Stellt euch diesen Schmerz der Eltern vor. 800 Millionen Menschen leiden an Hunger. Alle 3 Sekunden stirbt ein Mensch an den Folgen von Hunger. Das sind über 9 Millionen Menschen im Jahr. Jedes 7. Kind ist weltweit untergewichtig und jedes 4. ist chronisch unterernährt. Von Tag zu Tag wird es schlimmer. Über 85 Millionen Tonnen Lebensmittel werden jedes Jahr allein in Europa weggeworfen. Und dann sagt man, dass die Welt überbevölkert sei? Nein, die Welt ist nicht überbevölkert. Es gibt mehr als genug Nahrung und Rohstoffe für die Menschen auf der Welt. Es handelt sich hier um ein Problem in der Umverteilung durch Industrieländer. Wenn wir uns die Geschichte des Islams anschauen, dann sehen wir Führer, die sich um ihr Volk kümmerten. Einer dieser verantwortungsbewussten Führer war Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, der 2. Kalif der Muslime. Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu ist nachts durch die Straßen gegangen, um zu sehen, ob es der Umma an etwas fehlt. Eines Tages sah er etwas Merkwürdiges. Als er und sein Bediensteter Aslam in einer kalten Nacht ihren nächtlichen Rundgang machten, bemerkten sie außerhalb der Stadt eine Rauchwolke. Sie näherten sich dem Lager und fanden eine Frau mit ihren kleinen Kindern vor, die weinte. Der Kalif Umar radiallahu anhu grüßte die Frau und sie erwiderte seinen Gruß, ohne dabei erkannt zu haben, dass er, Umar radiallahu anhu, der Führer der Muslime ist. Daraufhin fragte Umar radiallahu anhu sie, ob er sich ihr nähern darf. Die Frau sagte, nur wenn du mit etwas Gutem kommst, ansonsten lass uns in Ruhe. Da näherte sich Umar ihnen und fragte, warum weinen deine Kinder? Die Kälte und der Hunger haben uns zu schaffen gemacht. Umar sah, dass sie etwas kochte. Er fragte verwundert, und was kocht da im Topf, der über dem Feuer hängt? In dem Topf ist nur Wasser. So täusche ich den Kindern das Kochen vor, bis sie vor Erschöpfung einschlafen. Danach sagte sie einen Satz, der Umar radiallahu verwunderte. Allah wird zwischen uns und Umar richten, denn er sieht alles. Umar radiallahu sagte, möge Allah dir verzeihen, woher soll Umar von eurer Lage wissen? Die Frau antwortete mit einem Satz, der sehr schön beschreibt, wie ein Herrscher sein sollte. Er übernimmt die Verantwortung über uns, aber bleibt in Unkenntnis über unseren Zustand? Diese Worte trafen den Kalifen mitten ins Herz und er sagte zu Aslam, lass uns gehen. Dann eilte Umar radiallahu anhu zur Vorratskammer der Muslime und holte einen Sack Mehl und etwas Butterschmalz. Der Kalif bat Aslam, ihm zu helfen, den Sack auf seinen Rücken zu laden. Aslam sagte zu ihm, O Amir al-Mu'minin, lass mich den Sack für dich tragen. Da wurde er wütend und fragte Aslam, trägst du auch meine Last an Yawm al-Qiyamah? Aslam wusste nicht, was er ihm antworten sollte. Also half er ihm und sie eilten wieder zurück, bis sie bei der Frau ankamen. Als Umar radiallahu ankam, fing er direkt mit dem Kochen an. Er wärmte das Schmalz auf und bat die Frau, das Mehl nach und nach in den Kochtopf zu geben, während er ununterbrochen rührte. Es war eine mühselige Arbeit, die Umar radiallahu anhu der schwachen Frau nicht überlassen wollte. Zwischendurch musste Umar immer wieder ins Feuer pusten, damit es nicht ausging, wodurch er Asche in sein Gesicht bekam, bis das Essen fertig war. Dann bat er die Frau, ihren Kindern das Essen zu geben, bis sie satt wurden. Er hinterließ ihr noch etwas Essen, Kleidung und Geld für die nächsten Tage. Als er aufstand, um zu gehen, sagte die Frau gerührt, möge Allah, der Erhabene, dich reichlich belohnen. Du hast das Amt des Amirul Mu'minin mehr verdient als Umar.
Amr radiallahu anhu erwiderte, sprich nur Gutes über Amr, denn wenn du zu Amr gehst, wirst du mich inshallah dort vorfinden. Er verließ die Familie nicht, bis er sich nicht sicher war, dass alle Kinder satt und zufrieden eingeschlafen waren. Erst nach Amrs letzten Satz erfuhr die Frau, wer der liebevolle und fürsorgliche Mann war. Es war der Amirul Mu'minin, höchstpersönlich, dem es weder an seiner Kleidung, noch an seiner Redensart oder an seinem Verhalten anzumerken war, wer er in Wirklichkeit ist. Wo ist heute ein Führer wie Umar ibn al-Khattab radiallahu an, mit solch einem Verantwortungsbewusstsein gegenüber seinem Volk? Würden die Menschen heute so hungern, wenn wir einen Führer wie Umar radiallahu an hätten? O ihr Menschen, wacht auf und seht, was auf der Welt los ist. Wie lange noch wollt ihr eure Augen verschließen vor diesem Leid? Es gab eine Zeit, in der es uns gut ging, und jetzt herrscht Ungerechtigkeit, Leid und Hunger überall auf der Welt. Wir haben alles und sie haben nichts. Was wollen wir Allah subhanahu wa ta'ala an Yawm al-Qiyamah antworten? Sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam nicht, keiner von euch ist gläubig, bis er für seinen Bruder wünscht, was er für sich selbst wünscht.